Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Wieder einmal haben sich vier Menschen gefunden, die tatsächlich der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind sie dieser Meinung? Wir fragen sie am besten selbst. Moin moin, mein Name ist Alexander Klavs und dem Jäger muss ich sagen, ich will heute hier als Heldentenor glänzen. Ich heiße Michael Stich und schlage den Jäger, weil ich jahrelange Erfahrung im Wettkampf habe, 1 gegen 1. Mein Name ist Sonja Zietlow und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe auf jede Frage eine Antwort. Nur ob die richtig ist, das wird man sehen. Mein Name ist Sigald Boning und ich las heute in meinem Horoskop, lassen Sie sich bei der Arbeit nicht provozieren. Ihnen winkt ein Geldbetrag. Das ist das Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich zunächst zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld erspielen fürs Team, um dann mit diesem Geld in ein Duell zu gehen gegen den Jäger. Wer das Duell gewinnt, geht mit seinem Geld automatisch ins Finale. Wer es verliert, geht nach Hause. Und beginnen wird heute Abend Alexander. Alexander, guten Abend. Schön, dass du hergekommen bist. Ja, danke. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja, als Erster anzufangen habe ich jetzt nicht gedacht, aber schauen wir mal. Jesus Christ Superstar ist dein Ding, ne? Ich meine, du kannst ja was Biblisches schaffen hier heute Abend. Ja, ich hoffe, den werde ich heute Abend hier alle Ehre. Cool. 60 Sekunden dauert die Schnellraterunde. Ich stelle dir Fragen. Jede richtige Antwort gibt 500 Euro. Wenn du was nicht weißt, total normal, Patzer, halte dich nicht dran auf, sag weiter oder gib mir irgendein Zeichen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Starten wir die erste schnelle Runde des heutigen Abends für Alexander genau jetzt. In welche Schule gehen Studenten? Uni. Flughunde sind keine Hunde, sondern? Fledermäuse. Welcher Rennstall der Formel 1 wird als die Scuderia bezeichnet? Ferrari. Welchen Beinamen trug der russische Zar Ivan der IV.? Ivan der Schreckliche. Was ist in der evangelischen Kirche die persönliche Bestätigung der Taufe? Weiter. Konfirmation. Welcher Popstar komponierte die Songs zum Musical The Lion King? Elton John. Wie heißt der Kontrollturm eines Flugplatzes? Tower. In welcher europäischen Hauptstadt hat Greenpeace seinen Sitz? Lissabon. Amsterdam. Nach wem wurde ein Hilfsprogramm zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg benannt? Weiter. Marshall, in welchem Land ist Katalanisch eine Amtssprache? Spanien. Wer verkörperte erst einen Zauberschüler und später einen hübschen Vampir? Robert Pattinson. Mhm. Wie nennt man einen schweren Schneesturm in Nordamerika? Weiter. Blizzard, welcher Außerirdische heißt eigentlich Gordon Shumway und lebt bei Familie Tanner? Alf. Mhm. Welche europäische Stadt hat keiner... Oh, 4.500 Euro. Ich sah die Alf-Frage und wollte sie noch schnell vorlesen. Ganz stark, mein Lieber. 4.500 ist also fast überragend. Richtig gut. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Gut. Hat gut geklappt. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, das ist das Stichwort, kleines Problem. Also jetzt wollen wir dein Geld erstmal ins Finale bringen. Und wir sind sehr gespannt, wer gegen dich, wer gegen euch alle heute Abend antreten wird. Ist es der Quizgott Sebastian Jacobi? Er ist Controller bei einem Stahlkonzern. Und wenn er Quiz spielt, zeigt er sein Herz aus Edelstahl. Oder ist es der Besserwisser, Sebastian Klussmann? Er spricht Französisch, er spricht Japanisch, Chinesisch und mit seinem Latein ist er auch noch nicht am Ende. Ist es der Bibliothekar, Klaus Otto Nagorslik? Seine Kollegen sagen, er wäre halb Mensch, halb Suchmaschine. Oder ist es Holger Waldenberger, der Gigant? Er hat auf internationalem Parkett bislang jeden deutschen Gegner niedergerungen. Hast du eine persönliche Präferenz heute Abend, Alexander? Nicht wirklich. Das ist eine gute Voraussetzung. Hier kommt der Jäger. Gut, der Quizgott persönlich heute Abend. Ja. Herr Jacobi, guten Abend, schön Sie zu sehen. Guten Abend, Herr Bommes. Guten Abend, Alexander. Schönen guten Abend. Ordentliche Leistung. Ja. Ja, vielen Dank. Bitte. Hattest du dich besonders auf ihn gefreut wahrscheinlich, ne? Von allen Vieren? Ja. Ich glaube, egal wer da kommt, ich sehe es mal wieder FC Bayern, ne? Egal wer da kommt, jeden muss man nehmen, wie er kommt. Und von daher schauen wir mal, was bei rumkommt. So machen wir es. Jetzt schauen wir erstmal, wo dein Geld ist. Und zwar ist es dort, Alexander, auf der ganz normalen Startposition. Du hast Vorsprung vor dem Jäger. Ziel ist es ab jetzt, mit richtigen Antworten immer weiter nach unten bis ins Finale zu kommen. Du kannst dir Sicherheit kaufen. Du kannst eine Stufe weiter unten, weiter entfernt vom Jäger beginnen. Dafür wird er dir aber Geld abziehen. Mhm. Du kannst aber auch näher an ihn heranrücken, gleich Risiko gehen. Mhm. Dafür wird er dir Geld anbieten. Herr Jacobi, was sind die ersten Summen des heutigen Abends? Auf der Sicherheitsstufe liegen für Sie, Alexander, 2.500 Euro. Mhm. Das haben wir schon schlimmer gehabt. Ich wollte gerade sagen. Ja. Was gibt es denn für Risiko? Ja, für die nächste Musikproduktion 20.000 Euro. Wow. Geht ja gut los. Also du entscheidest das?
Aber ihr seid als Team hier, dementsprechend könnt ihr euch da gerne kurz abstimmen. Michael, was würdest du sagen? Zocken, ja, nein? Naja, ich bin natürlich tendenziell immer eher ein Zocker, aber 4,5 ist natürlich auch schon sehr viel, was er erreicht hat. Ja. Also schon. Wir tasten uns in den Tag mal rein. So. Für den guten Zweck sind 4,5 auch eine tolle Summe und ich bleibe erstmal bei den 4,5. So machen wir es. Es geht um 4.500 Euro im ersten Duell zwischen Sebastian Jacobi und Alexander Klavs. Ich drücke dir alle Daumen, konzentriere dich. Danke. Die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Die Wohnung sollte man besonders dann lüften, wenn die Außentemperatur im Vergleich zur Wohnungstemperatur A. höher ist, B. gleich hoch ist, C. niedriger ist. Was hast du genommen? Ich habe C genommen. C, niedriger. Frage, was ist die richtige Antwort? Dass man immer lüften muss. Jawohl. Erster Schritt. Sehr gut. Du bewegst dich. Er auch. Fragezeichen. Was sagt der Jäger? Oh, Herr Jacobi. Tja, ein bisschen Vorsprung muss man den Kandidaten ja lassen. Genießt den Augenblick. So häufig kommt das nicht vor. Hier kommt sofort die nächste Frage. Ja. Wie heißt der kleinste US-Bundesstaat? A. Washington, B. New Hampshire, C. Rhode Island. Was hast du genommen? Ich habe B genommen. New Hampshire, sagt Alexander. Was ist die richtige Antwort? Oh. Rhode Island. Alexander bleibt stehen, kann er sich locker erlauben. Was sagt der Jäger? Man sollte immer auf sein erstes Bauchgefühl hören. Voller Name des Staates, Rhode Island and Providence Plantation. Er bewegt sich hinter dir her, das ist sein Job, aber du brauchst ihn noch gar nicht zu beachten, denn du machst hier das Spiel. Hier kommt die nächste Frage. Es läuft gut. Bad Orb hat Deutschlands längsten A. Eiskanal, B. Barfußpfad oder C. Nacktbadestrand. Was hast du genommen? Ich muss raten, ich habe C genommen. Was ist die richtige Antwort? Barfußpfad. Alexander bleibt stehen, da ist aber noch Puffer. Was sagt der Jäger? Das ist nicht dein Ernst. Kann wenig zu der Frage sagen. Ich kann nur sagen, den Eiskanal hätte ich als Curler vielleicht gewusst und Nacktbadestrand hätte ich eher an die Ostsee verortet. Okay, weiter geht's. Er ist näher an dir dran. Hier kommt die nächste Frage, ab jetzt wieder richtig, bitte. Wo lebten Maria und Josef vor der Geburt Jesu? A. Bethlehem, B. Jerusalem, C. Nazareth. Was hast du genommen? Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Ich habe A genommen. Wolltest aber? Ich hätte eher C nehmen sollen, glaube ich. Was ist die richtige Antwort? Ja, es ist C. Mhm. Der ist aber noch... Okay, hier. Was sagt der Jäger? Gut, nach rückt mir auf den Fersen hier. Patzer zu Beginn ist er jetzt back in business. Weiter geht's. Okay. Wir wollen Alexander hier im Spiel halten. Hier kommt die nächste Frage, nächste Chance. Was untersucht die Sphragistik? A. Höhlenmalerei, B. Siegel, C. Schatzkarten. Was hast du genommen? Ich habe A genommen. Höhlenmalerei. Was ist die richtige Antwort? Es geht möglicherweise um alles jetzt hier. So, jetzt bin ich gespannt. Haben wir es nicht mehr in der Hand, genau. Positiv ist, er hat schon einmal gepatzt. Er ist fehlbar, aber es ist auch jetzt egal. Was sagt der Jäger? Es geht um Alexanders Verbleib. Vielen Dank, mein Lieber. Das war jetzt sang- und klanglos ausgeschieden. Nein, nein, so musst du es nicht sehen, aber es ist trotzdem immer natürlich die Enttäuschung. Vielen Dank, Alexander. Michael, komm, das rächen wir sofort. So, Michael. Ja. Also positiv, du kannst nicht der Erste sein, den es erwischt, aber trotzdem ätzend. Ja, es ging gut los. Ja, es ging sehr gut los. Aber wie geht's dir jetzt? Bist du, bist du heiß? Komm, wollen wir sofort? Ja, los, mach. 60 Sekunden. Ja. 500 pro Richtiger. Ich versuche noch ein bisschen zu erklären. 60 Sekunden für Michael Stich. Starten jetzt. Wie heißen die U-förmigen Pferdefußbeschläge? Hufeisen. In welcher Kinderserie verwandelt sich ein Mann mit Melone in eine Puppe?
Keine Ahnung. Pantau. Welche Farbe hat der rechte obere Ring der 5 olympischen Ringe? Rot. Wie werden in der Zoologie Fischeier genannt? Kaviar. Rogen. Welches der 13 deutschen Flächenbundesländer ist das kleinste? Bremen. Saarland. Wie viele Farben enthält ein deutscher Schulmalkasten nach DIN 5023? Sag mal, geht's noch? 18. 12. Welcher Filmbösewicht genoss mit ein paar Fava-Bohnen die Leber eines Meinungsforschers? Sag mal, keine Ahnung. Hannibal Lecter. Aus welcher Stadt im Nahen Osten stammt der Stoff Damast? Weiß ich nicht. Damaskus. Welches Länderkennzeichen hat ein PKW aus Kroatien? CO. HR. Was haben Langhaarige im Badezimmer und der Hahn auf dem Kopf? Ein Kamm. Wie heißt die erfolgreichste Kanutin der Welt? Birgit Fischer. Ja. Welche Automotoren brauchen einen Partikelfilter? Weiß ich nicht. Weiter. Dieselfilter. Die Einwohner welches Landes bezeichnen wir Deutsche auch als Amis? Die hättest du noch gehabt. 2000 Euro. Ist alles gut. Das war... Das ging noch gar nicht, oder? Mann. Rot war total geraten. Rot war keine voll Ahnung. Ja. Daran musst du dich gewöhnen. Alles, was man hier rät und richtig ist, darf man nie als geraten verkaufen. Okay. Ich habe alles gewusst. Sollen wir? Ja, los, ran. Hier kommt der Jäger. Da muss ich lachen. Michael, das ist Sebastian Jacobi. Herr Jacobi, Michael Stich, letzte deutsche Wimbledon-Sieger. Das sind die wahren Helden des Sports. Das höre ich doch gerne. Ich kann nicht einfach gehen, oder? Lassen Sie es doch ein bisschen in Ihre Leistung gleich mit einfließen. Das habe ich nicht vor. Naja, gut, okay. Muss er auch nicht, das ist okay. Da liegt dein Geld, Michael. Ja. 2000 hart erkämpfte Euro. Auch für dich gilt, ab jetzt mit richtigen Antworten Step by Step runterzukommen bis ins Finale. Du kannst dir Sicherheit kaufen. Dafür wird er dir Geld abziehen, wenn du ein bisschen abrückst von ihm. Wenn er... aber ein hohes Angebot macht, könnte es vielleicht dazu führen, dass du sogar näher an ihn ranrückst. Auch das kannst du tun. Was sind die Angebote für Michael Stich? Michael, wenn bei Ihnen das Prinzip Angst essen, Seele auf vorherrscht, auf der unteren Stufe 1000 Euro. So, und Preisgeld da oben? Tja, wenn Sie die Volleys immer noch so setzen wie früher, 30.000 Euro. Er weiß genau, was er mit eurer Psyche anstellen kann, glaube ich. Ja, komm, dann mach, du bist doch ein Zocker. Komm, los. Du bist es doch. 30? Da oben, ja. Gut ab, mein Lieber. 30.000 Euro wollen mit Michael Stich ins Finale. Konzentrier dich, die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Wonach ist die Bantam-Gewichtsklasse im Boxen benannt? A. Hühnerrasse. B. Reissorte, C. Waffenart. Was hast du genommen? Ich habe A genommen. Was ist die richtige Antwort? Yes. Freue mich umso mehr, wenn ich auch mal was weiß. Und das war mal so eine. Michael macht den ersten Schritt, ist schon jetzt auf der normalen Startposition. Was sagt der Jäger? Eine eher leichtere Gewichtsklasse und der Name kommt aus dem südostasiatischen Bereich, das Bantam-Huhn. Schlimmste finde ich mir, wenn man die Erklärung noch bekommt. Ne? Ja. Also, ja. Das ist schlimm genug, dass er es weiß. Ich glaube, für ihn ist es Service. Ach so, okay. Das kostet sie ja nicht. Die Erklärung, ich muss mir auch merken, ich speichere das ab. Man geht nie dümmer raus hier, als man reingekommen ist. So. Es bleibt, wie es ist, aber du hast alles in deiner Hand. Hier kommt die nächste Frage. Welche Figur wird von Otto Waalkes gesprochen? A. Zebra Marti, B. Faultier Sid oder C. Elefant Horton? Was hast du genommen? B. Faultier Sid, sagt Michael. Was ist die richtige Antwort? Der kennt die doch da. Der wohnt doch da. Hey, Mann. Ja. Schlimmes finde ich immer, wenn man weiß, es war eigentlich richtig und dann dauert es und man zweifelt schon wieder. Ja. War es dann doch falsch? Nächster Schritt. Es sind nur noch 4. Was sagt der Jäger? Ah, okay. Ja. Die Ice Age-Filme. Du hast theoretisch sogar ein Ding frei hier, brauchen wir gar nicht. Es läuft, hier geht's weiter mit der nächsten Frage. Welcher Musiker trat 1969 nicht beim Woodstock Music and Art Festival auf? A. Joe Cocker, B. Eric Clapton oder C. David Crosby? Was hast du genommen? Ich hatte keine Ahnung, deswegen habe ich schnell gedrückt irgendwie. Ich habe A gesagt, aber es war... weit vor meiner Zeit. Michael sagt A, wir wollen A. Was kriegen wir? Was ist die richtige Antwort? Okay. Der ist frei. Was sagt der Jäger? Michael bleibt stehen.
auch weit vor meiner Zeit, aber ich wusste's. Schönen Dank auch. So, jetzt haben wir hier Tiebreak, fünfter Satz. Obwohl, den gibt's ja gar nicht, ne? Nee, doch, gibt's teilweise auch schon. Hier kommt die nächste Frage. Bitte lass es nicht die letzte sein. In welchem Land lebt die letzte Wildpferdeherde Europas? A. In Deutschland, B. In Spanien oder C. In Ungarn? Beides schnell. Was hast du genommen? Ich habe Spanien genommen, weil ich der Meinung bin, dass da noch die Pferde sind. Also Deutschland wohl kaum. B. Und was ist die richtige Antwort? Trappel, trappel, trappel. Deutschland wohl kaum. Shit. Bleibt Michael in dieser Sendung oder bleibt er nicht? Was sagt der Jäger auf diese Frage? Ah! Ey, jetzt mach doch mal. Ja, nee, man lebt nur einmal. Shit. Vielen Dank fürs Kommen, mein Lieber. Alles Gute. Dankeschön. Ah, tschüss, Michael. So, Sonja, los jetzt. Komm. Ja, jetzt aber, oder? Ja, also es wäre schön, aber die anderen haben natürlich auch alles gegeben. Ich finde die Fragen natürlich sehr schwer, der findet sie alle leicht. Der ist aber auch nicht von dieser Welt. Ja. Würdest du ihn mit ins Dschungelcamp nehmen eigentlich? Wäre das was, wenn wir die Jäger dahin schicken? Ach ja, so ein bisschen zum Klugscheißern, ja. Das wäre doch mal das was. Das würde hinhauen. Ja. Der könnte sich mit meinem Mann so ein richtig schönes Duell liefern. Der weiß auch ganz viel und gibt damit auch immer an. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Schnellrate. 60 Sekunden für dich, Sonja. Puste nochmal durch, halt dich nicht an irgendwelchen Patzern auf, denk da nicht drüber nach, was nicht sofort aus dir rauskommt, sagst du weiter, okay? Die 60 Sekunden für Sonja starten jetzt. Wie heißt das lautmalende Wort für Hundegebell? Wauwau. Welche Form hat ein ausgebreitetes Bandana-Tuch? Dreieck. Quadratisch. Welches Mädchen erteilt den Peanuts-Figuren für 5 Cent psychologischen Rat? Weiter. Lucy van Pelt. Emerson Lake End? Weiter. Palmer. Welcher US-Präsident hat im Zusammenhang mit einer Affäre einen oralen Meineid abgelegt? Clinton. Wer wurde als intrigante Alexis Carrington Colby im Denver-Clan weltberühmt? Weiter. John Collins, was haben ungebügelte Hemden und alternde Haut? Falten. Ja, wie heißt der äußerste der inneren Planeten? Jupiter. Mars, bei welchen Olympischen Spielen hat es zwischen Mary und Kronprinz Frederik gefunkt? Weiß ich, weiter. Sydney 2000, auf welcher Nordseeinsel steht der fast 50 Meter hohe Felsen Lange Anna? Rügen. Helgoland, in welchem Kreis liegt das Eifeldorf Hengasch? Nordrhein-Westfalen. Lieber was? Nicht. Welchem Hohlmaß entsprechen in einem englischen Pub 0,568 Liter Bier? Barrel, was? Ein Pint. Welche Nuss gehört für viele gerieben ins Kartoffelpüree? Muskat. Hm, wer oder was wird aus dem Vampir... 2000, bravo, alles gut. Sehr gut. Schon, gut, oder? Gut. Guck nicht so böse. Nein, das war das gut. War gut. Emerson, Lake and Palmer, sowas habe ich schon mal gehört. Ja, Joan Collins. Ach, sowas. Was haben wir gesagt? Joan, nicht... Alles, was war, vergessen. Ja, habe ich weg. Ja, aber hinterher. Guck mal, ich ärgere mich jetzt hinterher. Ja, aber we look front, not back. Und, ne? Yes, let's go. Hier. So, hier kommt der Jäger. Herr Kobi, Sonja Zietlow ist jetzt da und die will ins Finale. Schämen Sie sich eigentlich für das, was Sie bislang getan haben, gar nicht? Nein. Nee. Aber enchanté, Frau Zietlow. Ja, einen guten Tag. Herr, wie? Jakobi. Jakobi. Ja. Ich habe, Entschuldigung. Ja, naja, Sie machen so viel Eindruck auf mich. Das hilft Ihnen jetzt aber auch nicht. Wahrscheinlich. Ja, warten wir mal ab. Aber ich werde versuchen zu raten. Aber schön, Sie auch mal außerhalb des Dschungels zu sehen. Ja. Sie sind herzlich willkommen, wie ich das rausgehört habe eben. Da reden wir nachher drüber. Ja, schauen wir mal. Da liegt dein Geld, liebe Gucken Sonja. 2000 Euro. Deine Startposition, richtige Antworten bringen dich Stufe für Stufe runter bis ins Finale. Ich bin fest davon überzeugt, auch du hast die Möglichkeit, dir Sicherheit zu kaufen, eine Stufe weiter unten zu starten. Oder du gehst ins Risiko und rückst ein bisschen an ihn heran. Das kennt er nicht so, auch von früher nicht. Deshalb gibt er dafür immer ganz viel Geld. Herr Jakobi, was haben Sie denn im Angebot? Sonja, wenn Sie Sicherheit brauchen, um ins Finale zu kommen, auf der unteren Stufe liegen 1.800 Euro. Oh, das ist aber nett. Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich böse Befürchtungen. Was kommt denn da oben? Sie sagten in der Begrüßung, Sie hätten auf alles eine Antwort. Ja. 100.000 Euro. Ja, aber... Ich bin raus. Meinst du? Also ich meine, willst du alleine ins Finale? Nein, ich will nicht alleine. Nee, zu zweit bitte.
1800. Ja. Ich nehme die 1800. Oh. 1800 Euro. Wenn du jetzt nie ins Finale kommst, dann rede ich nie wieder mit dir. Konzentrier dich. Ja, ich konzentriere mich. Die Jagd beginnt. Und sie beginnt mit dieser Frage. Was hat der Sohn des Komponisten Karl Maria von Weber eingeführt? A. Bahnschranke, B. Fahrbahnmarkierung, C. Verkehrsampel. Denk bitte drücken, soll er? Danke. Ja, ja. Ich hab doch die 5 Balken, oder? Ja, hast du, ja. Ich dachte, vielleicht kommt irgend noch ein Geistesblitz. Ja. Der kam aber nicht. Was hast du genommen? Ich weiß gar nicht, worauf ich gedrückt habe. Ich glaube auf B. Wenn das schon so losgeht. Ja, nein, ist ja alles gut. Vielleicht stimmt's ja. Was ist die richtige Antwort? Die Weber-Markierung. Okay, es geht mit A los. Dafür hast du dir aber ja auch Sicherheit gekauft, falls er es richtig hat. Was sagt der Jäger? Das weiß er. Weiß doch jeder. Nein, ich wusste es nicht. Ich musste ausschließen und musste über die Zeit arbeiten und dachte, dass die Bahnen deutlich früher waren als die Autos, für die die Ampeln und die Fahrbahnmarkierungen gewesen wären, und habe mich deswegen für die Bahnschranke entschieden. Pfiffig. Danke. Er macht es ein bisschen kuscheliger, aber noch nicht so richtig. Das lässt du auch gar nicht zu, denn ab jetzt machst du richtig. Hier kommt die nächste Frage. Wie heißt dein Buch von Hermann Hesse? A. Siddhartha, B. Siddhartha oder C. Siddhartha? Okay, auf Deutsch, wie wird es geschrieben? Was hast du genommen? B. Ich gehe jetzt immer mit B. Bommes? Was? Wie Bommes? Ja, genau. B wie Bommes. Was ist die richtige Antwort? Immer B. Ja, perfekt. Super. Erster Schritt für Sonja Zietlow. Den haben wir auch mal richtig gebraucht jetzt hier. Und was sagt er jetzt? Ach, da ist noch das H, genau. Das weiß er auch. Im Zweifel ja. Ja, Orthographie zu Siddhartha Gautama, dem späteren Buddha. Ja. Genau, so hätte ich es auch jetzt erklärt. Ja, ich hatte dir keine Zeit dafür gegeben. Entschuldige bitte. Bitte, entschuldige. Also. Nächsten erklärst du, okay? Ja, unbedingt. Wir machen direkt weiter. Sonja hat einen Lauf oder so eine Art von Lauf. Hier kommt die nächste Frage. Wessen Gesichtszüge trägt die Skulptur Der Schwebende von Ernst Barlach? A. Mutter Teresa, B. Käthe Kollwitz, C. Rosa Luxemburg. Was hast du genommen? Na, B wie Bommes. Also. Boah, bis es irgendwann falsch ist. Und was machen wir dann? B sagt Sonja, was ist die richtige Antwort? Ja, super. Nur noch 2, meine Liebe. Nächster ganz wichtiger Schritt. Waren wir schon so weit heute Abend, Herr Jacobi? Bisher nicht. Stresst Sie das ein bisschen? Macht das was mit Ihnen? Ich bin froh für Frau Zietlow. Oh, na gut. Noch. Was sagt der Jäger? Ja. Muss mir für zukünftige Ausgaben merken, dass Baby Bommes immer richtig ist. Ja. Ja, mal schauen, wie lange es hält. Hier kommt die hoffentlich vorletzte Frage in diesem Duell, was Sonja super spielt. Ja, ja. Wer baut in monatelanger Schufterei für die Eier seiner Frau eine Art Komposthaufen-Inkubator? Gott. A. Fernglasadler, B. Thermometerhuhn, C. Komposttermite. Fast Terrine gelesen da bei C. Was hast du genommen? Ich habe jetzt mal C genommen. Okay. Einfach so. Ich hätte gedacht, wenn dann A wie Alexander zumindest, aber ich vergebe dir. Was ist die richtige Antwort? Bitte C. Na. Ach komm! Ich hab B gesagt. Ja, aber das wäre jetzt. Guck mal. Sonja bleibt stehen, kann es sich aber erlauben. Da sind noch 2 Patzer theoretisch frei. Was sagt der Jäger? Das haben Sie jetzt auch gewusst? Nein, aber Sie sagten ja, Baby Bommes wäre immer richtig. Jetzt bist du auch noch selbst schuld. So, es ist immer noch ein bisschen Platz zwischen euch.
Selbst die 100.000 hätten hier noch gestanden jetzt, aber ich will da nicht mehr drauf rumreiten. Hier kommt, habe ich schon gesagt, die hoffentlich vorletzte Frage in diesem Duell. Was kann beim Doppelkopf passieren? A. Hochzeiten, B. Scheidungen, C. Verlobungen. Da warst du schnell. Was hast du genommen? A. Gewusst, geraten? Ich meine gewusst. Das finde ich gut. Was ist die richtige Antwort? Ja. Der ist wichtig, der. Hier. Ich hab was gewusst! 1.800 Euro sind unmittelbar vorm Finale und Sonja vor allem. Die erste, das ist uns die viel nicht wichtiger. Geraten war. Was sagt der Jäger? Ja, beim Doppelkopf spielen klassischerweise die Kreuzdamen zusammen. Und wenn ein Spieler beide Kreuzdamen hat, dann hat er Hochzeit. Spielen ja. Sie Doppelkopf? Ja, auch das. Noch andere Kartenspiele? Bridge? Nein, zu langweilig. Das ist eben ganz genau im Gegenteil. Das ist das komplizierteste Kartenspiel, was es überhaupt gibt. Ja, aber das sieht man bei Loriot immer, Kontraktbridge. Super, super geniales Spiel. Soll ich euch einen Moment allein lassen? Nee, es ist echt dagegen. Es ist Doppelkopf oder Skat oder keine Ahnung was, Pillepalle. So. Pass auf, ich sag dir jetzt mal. Ich glaube, das wäre was für Sie. Ich sag dir jetzt mal was ganz Schönes. Ja, bitte. Yay, genau. Wenn du jetzt, die nächste Antwort richtig gibst, dann bist du im Finale. Mhm. Ja? Also, volle Konzentration auf diese Frage, bitte. General Sherman ist ein A. Mars-Roboter, B. Menschenaffe, C. Mammutbaum. Denk bitte an die 5 Sekunden. Entschuldigung, aber ja, hey, du machst mich kaputt. Was ja, ich habe natürlich A genommen, weil das so General Sherman, aber es ist wahrscheinlich zu naheliegend. Wenn A richtig ist und General Sherman ein Mars-Roboter ist, da geht Sonja mit 1.800 Euro ins Finale. Menschenaffe, Challenge, Mammutbaum, General. Was ist die richtige Antwort? Okay. Sie sehen hier einen General Sherman wachsen. Ist das so? Ich sehe hier gerade eher ein bisschen Angst wachsen. Ja, gedacht, General Mammutbaum. Was sagt der Jäger? Macht er die Lücke zu jetzt? Macht er. Einer der ältesten Bäume der Welt in den USA. Ach, das ist ein Baum, der einen Namen trägt. Der wurde benannt, ganz genau. Ein Baum. Ich dachte, der Baum heißt, das ist ein General Sherman, der hier wächst. Das war ja richtig. Na, okay. So, pass auf, Mädel. Hier bist du, da ist er. Du falsch, er richtig, du weg. Das klappt jetzt. Okay. Wir brauchen jetzt eine richtige Antwort auf diese Frage. Bitte. Was ist am Masttop eines Segelbootes zu finden? A. Die Dirk, B. Das Günther, C. Der Harald. Konzentrier dich, denk an die 5 Sekunden. Scheiße. Ja, weißt du doch nicht. Doch. Was hast du genommen? Ich glaube, es ist falsch. Ich habe A genommen. So, nochmal das gleiche Spiel. In Reminiszenz an meinen Dirk. An die Dicky. Oh, jetzt das muss du, jetzt richtig kann sein. Es nicht falsch sein. Sonst genau. Wären wir ganz, ganz, ganz emotionslose Schweine hierbei gefragt, gejagt, ehrlich gesagt. Wenn A richtig ist, ist Sonja im Finale. Was ist die richtige Antwort? Super bist du. Klasse. Ab ins Finale mit dir und schick mir gleich Wiegert da vorne. Auf geht's, Wiegert. So, Wiegert, ich bin ein bisschen erleichtert, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Wie war es für dich bislang? Oh, sehr stressige Sendung, muss man sagen, ja. Nicht unspannend. Da hinten geht ja noch einigermaßen. Wie hättest du abgeschnitten bislang? Ähnlich. Ja, ich wäre auch knapp durchgekommen. Ja, ja, dann wollen wir dich jetzt am besten klar durchbringen, wenn es geht. Wir haben ja schon mal eine Abgesandte im Finale. Das ist schon mal eine große Erleichterung. 60 Sekunden für dich. Schnellraterunde, 500 Euro pro richtige Antwort. Nicht an Patzern aufhalten, sie sind normal. Die Zeit für Wiegert Boning startet jetzt. Welches Schwein wird geschlachtet, wenn es an die Rücklagen geht? Der Sparschwein. Mit wie vielen Seiten ist eine Ukulele üblicherweise bespannt? 4. Welcher Berg ist der höchste in der Türkei? Der Ararat. Was bewegt ein Ventilator dem Namen nach?
Wind. Was findet man unterm Fußballschuh und in Dresdner Backstuben? Stollen. Hm? Wer entdeckte mit Hilfe seiner Hunde das Prinzip der klassischen Konditionierung? Der Pavlov. Wie hieß die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl? Die Weiße Rose. Welcher Diskuswerfer gebärdet sich nach Siegen zuweilen wie der grüne Hulk? Lars Dings da, weiß ich jetzt nicht. Harting, welchen Frank Sinatra-Song hört man zu Beginn einer Folge von Eine schrecklich nette Familie? Weiß ich nicht. Love and Marriage, wie heißt der mafiose Geheimbund in Neapel? Die Komora. Welche schottische Popgruppe besteht aus den eineigen Zwillingen Charlie und Craig Reed? Weiter. Proclaimers, welche First Lady machte in den 60ern den Pillbox-Hut populär? Oh, die von Faradiba. Jackie Kennedy, wann trinkt man bezogen aufs Essen einen Aperitif? Vor dem Essen. Mit welchen drei Buchstaben bezeichnet man eine Leuchtdiode LED? 4.500 Euro. So, das ist gut. Ja. Das ist sogar sehr gut. Danke sehr. Das ist aber jetzt vorbei. Jetzt geht es einzig und allein nur noch darum, dass du zu Sonja ins Finale gehst. Wir werden sehen, mit welcher Summe. Hier kommt der Jäger. Herr Jacobi, das ist Wigald Boning. Da, Herr Jäger. Herr gut Jacobi. Bekannt, schönen guten Abend. Ja, freue mich. Letztes Duell des heutigen Abends. Knabbern ja, nicht, dass Sie mir noch einer entwischt hier. Knabbern Sie noch ein bisschen da an dem eben? Naja, sie hat gut gespielt. Finale verdient, denke ich. Ja, das denke ich auch. Jetzt wollen wir noch einen durchbringen, nämlich Wigald. Da liegt dein Geld, Wigald, 4.500 Euro. Auch für dich gilt, so, jede richtige Antwort bringt dich ein Stück näher ans Finale. Du kannst dir Sicherheit kaufen und eine Stufe weiter unten beginnen. Ja, ja. Das wird dich Geld kosten. Du kannst aber auch zocken. Da haben wir ja schon einige unmoralische Angebote gehabt heute. Was sind denn die letzten Angebote heute? Damit mir hier nicht noch jemand entwischt, auf der unteren Stufe 5 Euro. Ja, okay, das ist... Ja, okay. Er hat Schiss vor dir, glaube ich. Er will auf keinen Fall, dass du runtergehst. Was gibt's denn für obenrum? Vielleicht für ein neues Sakko? Oder auch etwas mehr. 50.000 Euro. Ja, ich bleib bei dunkelblau, 4.500. Jawohl! Ja, ja, ja. Ja, okay. Wie geil! Ist ja auch gut, wenn man dann 5 Euro nehmen würde. Ja, ja, komm, ich nehme 5 Euro. 1.805 Euro durch 2, genau. Auch nicht schlecht. So, es geht um 4.500 Euro in diesem letzten Duell des heutigen Abends. Alles Gute, Wigald, die Jagd beginnt. Recht herzlichen Dank. Gerne, gerne. Und sie beginnt mit dieser Frage. Wer erfand den luftgefüllten Reifen, weil ihn die Metallräder des Dreirads seines Sohnes nervten? A. Goodyear, B. Dunlop, C. Schwalbe. Was hast du genommen? Dunlop. Dunlop, was ist die richtige Antwort? Guter Start. Ja, Wigald! Sehr gut. Erster Schritt für Wigald Boning. Ja. Nur noch 4. Was sagt der Jäger? Okay. Gut. Ja, Charles Goodyear hat die Vulkanisation des Kautschuks erfunden. Schwalbe ist für mich nur ein Kleinkraftrad. Und darum deswegen ist Dunlop richtig. Korrekt, genau. Korrekt. Gut. Versteht ihr euch ja? Das gefällt mir. Ich mag ja gute Stimmung. Ich erinnere nur euch dran, ihr spielt gegeneinander. Hier kommt die nächste Frage. Welcher Planet würde in einer riesigen Badewanne an der Wasseroberfläche schwimmen können? A. Neptun, B. Saturn, C. Uranus. Was hast du genommen? B, der Saturn. Ist ein Gasplanet. Ja. Okay. Müsste, also, wenn es ein leichtes Gas ist, müsste das klappen. Ich hätte gerne mal eine leichte Frage. Was ist die richtige Antwort? Ja. Ja. Sehr gut. Läuft bei dir, Wigald. Na ja. Läuft bei dir. Ach, und wie? Nächste Stufe, schon. Nur noch 3. Was sagt der Jäger? Okay. Herr Jacobi, das freut mich. Ja. Freuen Sie sich nicht zu früh. Das ist ja wie abgerissen. Ich habe ja zwischendurch schon mal ein bisschen Vorfreude. Dass jetzt nachher genießt den Moment. Er kommt nicht so häufig vor. Du hast die Lücke vergrößert. Es sind 3 zwischen euch. Ich fange jetzt nicht mit den 50.000 Euro an. Hier kommt die nächste Frage. Wer wurde 2015 die erste afroamerikanische US-Justizministerin? A. Tilda Torcher, B. Loretta Lynch, C. Kylie Kill. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Was hast du genommen? Loretta Lynch. B. Loretta Lynch. Was ist die richtige Antwort? Gut, sehr gut.
So, jetzt haben wir es nicht mehr weit, Wiegald, aber wir bleiben demütig. Ja, ja. Fragen erstmal, was sagt der Jäger? Ja, das war auch ein Karlauer, dass eine Justizministerin Lünchen heißt. Ist ja herrlich, ja. Das kümmert uns nicht. Er kommt weiter hinter dir her. Ah. Zwei noch. Hier kommt die hoffentlich vorletzte. Welcher Wikinger gilt als der Gründer der Normandie? A. Hanuta, B. Duplo, C. Rollo. Was hast du genommen? Rollo. Ja. Was ist die richtige Antwort? Dankeschön. Ja. Sehr gut. Ja. So, jetzt sind wir auf der letzten Stufe, Wiegald. Ja. Torfrock, ne? Rollo der Wikinger. Ah, da oder? Kommt das auch vor. Ja, ja, richtig. So hätte ich es abgeleitet. Genau. Ja, ich habe nicht, wenn man an der Bushaltestelle steht und blättert mal Wikipedia herum, dann stolpert man auch mal über Rollo. Was sagt der Jäger? Ja, dass Herr Boning in seinem Outfit Seefahrerfragen beantworten konnte, war mir klar. Ich wusste auch die Dirk vorhin schon. Die Dirk, das ist aber Zufall. Die hat Sonja geholfen. Ja. So, er ist noch ein bisschen auf dem Board, aber es ist völlig klar, wenn du jetzt richtig antwortest, Wiegald, dann gehst du mit 4.500 Euro ins Finale. Und hier kommt die hoffentlich letzte Frage. In welchem Verwandtschaftsverhältnis steht Dax Grimbart zu Reinicke Fuchs? A. Bruder, B. Vater, C. Neffe. Was hast du genommen? Also, ich habe keine Ahnung. Neffe, da sind wir verschieden. Ja, Neffe erschien mir jetzt am abseitigsten. Und was, abseitig? Ach so, ja, ja, so genau. Im Sinne von, das ist, würde ich jetzt, wenn ich so ein Buch schreiben würde, dann würde ich auch den Neffen dort auftauchen lassen. Schwippschwager wäre auch noch gut, weil das Wort mir gefällt. Ja, wir können ja nächstes Mal auf D und E erweitern. Die stehen ja auch nicht in einem direkten Verwandtschaftsverhältnis zueinander. Also der Dachs und der Fuchs sind ja keine Brüder zum Beispiel. Das würde man ja sehen. Wollen wir eine Skizze machen schnell? Wir haben leider keine Skizze. Wir haben nichts dabei. Machen wir es kurz. Wenn C richtig ist und Dax Grimbart ist der Neffe von Reinicke Fuchs, dann ist Wiegald im Finale von Gefragt gejagt. Ja! Es ist ein Zweierfinale. Wiegald Boning und Sonja Zietlow. Auf geht's. Es geht um 6.300. Vorsicht hier mit der Stufe, nicht kriege ich einen 100 Euro. Finalzeit bei Gefragt gejagt, da sitzen Sonja Zietlow und Wiegald Boning. Die haben wir durchgekriegt hier am heutigen Abend. Und sie stehen jetzt um 6.300 Euro. Jetzt ist die Zeit gekommen, euer Geld zu verteidigen. Euer Finale Teil 1 besteht darin, dass ihr 2 Minuten lang Fragen von mir bekommt jetzt und möglichst viele richtige Antworten geben müsst, denn danach kommt der Herr Jacobi und geht auf seine letzte Jagd. Er wird alles tun, um euch einzuholen. Die gute Nachricht, ihr bekommt 2 Punkte Vorsprung. Jeder Finalteilnehmer bringt 1 Punkt mit. So sind die Regeln bei Gefragt gejagt. Wer die Antwort jetzt auf meine Fragen weiß, der drückt den Buzzer, hört seinen Namen, antwortet klar und deutlich. Wenn ihr weiterkommen wollt oder passen müsst, muss einer die Verantwortung übernehmen und auch den Buzzer drücken. Seid ihr bereit? Sprecht euch kurz taktisch ab, wenn ihr mögt. Ja. Dann startet die Finalzeit für Sonja und Wiegald. 2 Minuten jetzt. Was für ein Tier ist Winnie Poohs Freund IA? Sonja. Wie heißt der süße Gang beim Menü? Wiegald. Dessert. Welcher Opernsänger verkaufte als erster Musiker 1 Million Schallplatten? Sonja. Weiter. Wer sitzt im Bundestag in der ersten Reihe vor dem Rednerpult? Wiegald. Fraktionsvorsitzender. Welche Stadt hat das Kfz-Kennzeichen F? Sonja. Frankfurt. 1609 Meter entsprechen einer? Wiegald. Meile. Wer schrieb den Bestseller Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Sonja. Weiter. Welcher Deutsche reiste 2014 als Astronaut um die Erde? Ach, wie heißt das, weiß ich. Sonja. Weiter. In welchem Schiff lässt Gott Noah und seine Familie die Sintflut überleben? Wiegald. In welcher Religion heißt der höchste Feiertag Yom Kippur? Wiegald. Judentum. Welche Fürstin wurde Ende 2014 Mama adliger Zwillinge? Wiegald. Weiter. Welche Speisen verfeinert ein Affineur? Sonja. Weiter. Welches Spielplatzgerät befördert 2 Kinder immer abwechselnd rauf und runter? Sonja. Sippe. Wie wird die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung abgekürzt? Wiegald. Die Schufa. Wer war während der Ölkrise in den 70ern deutscher Bundeskanzler? Wiegald. Willy Brandt. Nach welchem Dichter ist die Universität Düsseldorf benannt? Wiegald. Heinrich Heine. Welcher Wohnungstyp verbirgt sich hinter der Abkürzung FEWO?
Sonja. Welches Jagdhornsignal zeigt das Ende einer Reitjagd an? Sonja. Halali. Was bezeichnet ein Sofa und auch eine orientalische Gedichtsammlung? Wiegald. Ein Divan. Welches Mikroskop bauten Ernst Ruska und Max Knoll 1931 als erste? Wiegald. Elektronenmikroskop. Welche Waffe wirft der Pessimist vorschnell ins Korn? Sonja. Welche Luftwaffe flog im Zweiten Weltkrieg Kamikaze-Angriffe? Japanische. Welcher Sportler schlägt Bälle mit Chipper und Putter? Sonja. Wolfer. Der Name welcher berühmten Gefängnisinsel bedeutet im Spanischen Pelikan? Das weiß ich nicht. Weiter. Wer sagte, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Hatze dich Genscher. Welche Reptilien sondern ein Augensekret ab, das zur Redensart wurde? Chamäleon! 10 Punkte. Das war ziemlich gut, fand ich. Also da ziehe ich nicht nur A den Hut, sondern sage B, das kann reichen. 19 Punkte ist ein Brett. Atmet kurz durch. Wir sind gespannt, ob es reicht für den Quizgott, für Sebastian Jacobi. Wir sind gleich zurück. Gefragt-Gejagt, Finale Teil 2. Sonja und Wiegald haben wirklich nicht nur sehr starke, sondern fast schon überragende 19 Punkte vorgelegt. Und jetzt sind wir gespannt, ob es reicht für den Quizgott, für Sebastian Jacobi. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, jetzt haben wir das, was Sie lieben. Sie haben eine richtige Aufgabe jetzt, ne? Das ist ein dickes Brett. Wir haben auch zwei Koryphäen hier im Quizbereich sitzen. Tolle Leistung. Ja, das ist danke, wirklich eine tolle Leistung. Ja. Zwei Minuten lang Fragen jetzt für Sie, Herr Jacobi, mit einer Besonderheit. Und die Info ist wichtig für euch. In dem Moment, wo der Jäger eine Antwort falsch gibt oder nicht geben kann, dürft ihr, weil die Zeit sofort angehalten wird. Und dann könnt ihr ihn zurücksetzen auf seinen Stufen. Ja. Also haben wir dann dabei. Zeit? Müssen wir buzzern? Ihr müsst nicht buzzern. Ich gebe euch zwischen 3 und 5 Sekunden zur kurzen Beratung. Aber aus Fairnessgründen wollen wir da schnell machen. Also bleibt dabei, seid wachsam, hört gut zu. Ja. Herr Kobi, ich warte auf Ihr Zeichen. Ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Und die Zeit für den Quizgott, für Sebastian Jacobi, startet jetzt. Welches Lob stinkt laut Redensart? Faules Lob. Stopp die Uhr. Eigenlob. Antwort ist richtig. Bravo! Ja! Bitte Ruhe. Eigenlob. Das war gut, das gut. War ich bitte gut. Ruhe. Entschuldigung. Wir können ihn nicht zurücksetzen. Ihr habt jetzt 20 und die Zeit startet für Sie, Herr Jacobi, 1 Minute 58 jetzt. Wie lautet das Fremdwort für den Tierarzt? Veterinär. Wie nennt man die Ausbreitung einer Infektionskrankheit über Länder und Kontinente? Epidemie. Stopp die Uhr. Eine Pandemie. Die Antwort ist richtig. Ja! Hey, cool. Es geht quasi bei Null los. 1 Minute 48 für 20, Herr Jacobi. Und bereit. Die Zeit startet jetzt. Wessen Besitztümer und Einkünfte verwaltet der Camerlengo? Der Kirche des Papstes. Was bedeutet das französische C'est la vie wörtlich? So ist das Leben. In welcher sächsischen Stadt steht das Völkerschlachtdenkmal? Leipzig. Was bedeutet das Wort Kabale in Schillers Drama Kabale und Intrige. Liebe? In welcher Stadt wurden von 2003 bis 2014 6 Marathon-Weltrekorde gelaufen? Berlin. Auf der 5-Cent-Münze welches Landes ist das Kolosseum abgebildet? Italien. Welche Band rettete laut George Harrison die Welt aus der Langeweile? Beatles. Ave Caesar, Morituri, T. Salutant. Welche Märchenfigur tauchte 2015 in der Heimatregion der Brüder Grimm auf? Passe. Stopp die Uhr. Ach so, der Wolf. Der Wolf ist die richtige Antwort. Ja! Der Jäger fällt auf ihn. Konzentration bitte. 1 Minute 13 für 13, Herr Jacobi. Bereit. Und die Zeit startet jetzt. Von welchem Planeten aus wird der Mars Rover ferngesteuert? Erde. In welchem asiatischen Land wurde der Boxeraufstand niedergeschlagen? China. In welchem Land steht die Kirche von Kiruna? Norwegen. Stopp die Uhr. Schweden. Die Antwort Schweden ist richtig. Ganz wichtige Phase hier in diesem Finale. Der Jäger fällt auf 8. 1 Minute 3 für 12, Herr Jacobi. Bereit. Und die Zeit startet jetzt. Wer gilt als Begründer des bürgerlichen Trauerspiels in Deutschland? Lessing. Wer hat laut deutschem Grundgesetz Artikel 5 das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern? Die Presse. Stopp die Uhr. Jeder Bürger. Die Antwort jeder ist richtig. Ja. Ja. 55 Sekunden für 12 und die Zeit startet jetzt. Mit welchen Tönen machten die Brüder Samwer Millionen?
Elektro? Stopp die Uhr. Wie die Gebrüder wie? Welchen Tönen machten die Brüder Samwer Millionen? Das weiß ich nicht. Weißt die du? Antwort, die wir suchen, ist Klingeltöne. 50 Sekunden auf der Uhr. Und die Zeit startet jetzt. Wie nennt man eine durch E-Mail verbreitete Falschmeldung? Hoax. Das größte Amphibium der Welt ist der chinesische Drache. Stopp die Uhr. Das größte Amphibium. Der Frosch. Die Antwort, die wir suchen, ist Riesensalamander. Ach so, 42 gut. Sekunden. Und die Zeit startet jetzt. In welchem Monat beginnt bei uns der Winter? Dezember. Wie heißt eine Frau, wenn sie mit einem nordamerikanischen Indianer verheiratet ist? Squaw. In welchem Kinderbuch-Klassiker spielt Fräulein Rottenmeier eine Rolle? Heidi. Welche zwei Farben haben die Felder im Double- und Triple-Ring einer Turnier-Dartscheibe? Rot und Grün. Alle Jahre wieder läuft zu Weihnachten im Fernsehen drei Haselnüsse für? Aschenbrödel. Wie heißt der ewige Stenz Monaco Franze mit Nachnamen? Fischer. Stopp die Uhr. Oh, oh, oh. Ganz wichtig jetzt. Holt. Die Antwort, die wir suchen, ist Münchinger. 19 Sekunden auf der Uhr. Absolute Ruhe bitte für 6 richtige Antworten, Herr Jacobi. Und bereit. Die Zeit startet jetzt. Welchen blumigen Spitznamen tragen die Fußballer vom FC Erzgebirge Aue? Lilien. Stopp die Uhr. Nelke. Wir suchen die Veilchen. 13 Sekunden nah verbleiben. Na dran. Und die Zeit startet jetzt. Welche Stadt in Sibirien ist die nördlichste Großstadt der Welt? Norilsk. Nach welcher Münze ist ein Schuhabsatz mit sehr kleiner Trittfläche benannt? Pfennig. Wer spielte den blinden Lieutenant Colonel Frank Slade in Der Duft der Frau? Die Jagd ist vorbei. Ja, und Sonja Zietlow und Vigal Boning sind die Gewinner des heutigen Abends. Es fehlten 4, Herr Jacobi. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, man soll kein Eigenlob betreiben, das war die erste Frage und das war schon das Problem. Ein, zwei Patzer zu viel wahrscheinlich. Ein, zwei Patzer zu viel, aber 20 ist natürlich eine großartige Leistung. Absolut. Ihr wart großartig, ihr habt großes geschafft. Aber er ist so schnell, wirklich. Leute, das schafft fast keiner hier. 6.300 teilt ihr durch zwei. Yay. Wo geht das Geld hin, Sonja? An Beschützerinstinkte. Wir fördern tiergeschützte Therapien mit Hund für chronisch kranke und traumatisierte Kinder. Ja, Overwit, eine Schule in Thailand, gegründet nach dem großen Tsunami. Und seitdem sind dort Waisenkinder auf einem Weg ins bessere Leben. Sie freuen sich, ihr solltet euch freuen. Wir freuen uns über euren Sieg. Ein ganz großer Moment heute Abend. Das war's. Yeah. Gefragt, gejagt ist durch. Mit, will ich von Sensation sprechen, aber mit einer tollen Leistung von Sonja und Wiegald. Alles zur Sendung, falls Fragen offen sind, auf daserste.de/gefragt-gejagt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und guten Abend. Dramatischer.